Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Ova Magica. Ja, Geld. An mehr kann ich mich scheinbar nicht erinnern. Also ehrlich nicht. Achso, ja, stimmt, das war Starsharp Festival. Stimmt. Das hatten wir ja gestern noch gemacht. Ich entsinne mich. So, heute ist Erntetag. Und auch Anbautag. Wir werden heute wieder alles neu anbauen. Von der Theorie hier könnten wir mit einem Bombenblob alles in die Luft sprengen. Wann kommen denn die Äpfel hier endlich, ne? Der Baum ist schon total baumelig unterwegs, aber, ne? So, Kupferohr. Boah, ist es mir das wert? Ich meine, wie viel Kupfer brauchen wir noch? Ich meine, ich habe, glaube ich, noch relativ viele Kupferbarren, ne? Ja. Habe ich auch noch Kupferohr? Ist das alles? Ist es mir das wert? Ja, ist es mir wert. Kupfer kriegen wir immer wieder und für 3700 lasse ich da ja auch nichts, ne? So, wir brauchten Glas. Einmal noch. Mais haben wir einen ganzen Haufen davon. Den wollten wir ins Museum bringen. Gehe ich mal von aus. Ich meine, ne, also. So als Idee. Das ist das, das ist dies. Ich werde mal ganz kurz hier anbauen erstmal. Ich sage, wir werden heute Blumen hier wieder ansetzen. Weil wir Geld brauchen. Wobei, sind wir mal ehrlich, Geld brauchen ist natürlich auch wieder so. Wir haben jetzt, also Geldproblem technisch, ja, habe ich das Gefühl, existiert kein Problem mehr. Derzeit haben wir andere Probleme. Wobei, haben wir Probleme? Eigentlich haben wir nicht mal mehr Probleme, ne? Ist natürlich ein Problem, dass wir keine Probleme haben. Naja, noch seid ihr erstmal hier. Noch seid ihr hier, also gebe ich es euch erstmal hier noch. So, ich weiß gar nicht, ist ein Ei oder so fertig? Nee, die arbeiten noch dran. Die arbeiten noch dran. Danke. Sehr schön. Ich weiß nicht, was bei euch. Ihr seid einfach nur da. Das sind halt unsere Zuchtfarmen. Ne? Da an den Dingern ist noch nichts. Wir wollten, glaube ich, sind das letzte Mal, glaube ich, da hinten in die Höhle gegangen, ne? Und sind total zusammengeschlagen worden. Weil wir wieder einfach nicht. Wir dürfen einfach nicht in eine Höhle gehen. Ich sag's euch so, wie es ist. Warte. So. Entschuldigung. Kurz abgelenkt. Was steht denn heute an? Stand Blumen kaufen? Ja. Bin gerade an überlegen, aber ich. Glas. Aber das Sand haben wir, glaube ich, erst abgeerntet. Ich glaube. Wir haben 11 Sand. Den kann ich mir doch noch holen. Naja, gut. Dann werden wir heute auf jeden Fall uns um die Boutique kümmern. So, 12 und 11. Das sind Mathe. 12 und 11 sind Mathe. Ach, nehmen wir mal da. Mit euch möchte ich gerade nicht reden. Wir wollen immer so viel. Ein Weineltäubsche. Ja, ja. Was wollt ihr denn? Wollt ihr irgendwas Spezielles? Ja, mache ich auch noch.
Mache ich auch noch. Das war jetzt so einfach und so easy. Also Sand, glaube ich, ist nicht mehr hier, ne? Nein. Nein. Sand ist nicht mehr da. Glas können wir aber trotzdem machen. Ich wollte... Was wollte ich denn jetzt? Zum Museum. So, jetzt haben wir das, wo wir hin wollten. Zum Museum. Ich freue mich ehrlich gesagt schon, wenn wir unser Wasserblob fertig haben und wir mal wieder ein paar Kämpfe reinflutschen. Das wäre... Es wäre eigentlich mal wieder was. Okay, nur dich kann ich spenden, mehr nicht. Okay. Dich, dich. Dass ich das nie gemacht habe, wundert mich. So. Das habe ich scheinbar immer ignoriert. So, thanks for the donation. Kein Ding. Mehr können wir noch nicht machen, aber wir können uns das angucken. Guck mal hier. Schmetterlinge. Was ist hier drüben? Ah, das sollen... hier drüben sind also alle Gerichte. Gut, man hätte es am Kochblob erkennen können. Stell dir mal vor, du gehst in ein Museum, um Gerichte zu sehen. Und hier müsste irgendwo ein Hummer rumschwimmen. Da. Schwimmen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Gut. Ich hätte mal vorher mal auf die Idee kommen können, dass man das auch... Naja. Ist ja egal. Jetzt haben wir es gemacht. Ups. Bienen müssen wir auch nochmal. Wir brauchen eigentlich auch nochmal einen Bienenblob. Jetzt haben wir ja eine größere Bahn. Jetzt können wir uns da ja tatsächlich drauf konzentrieren. So, da ihr euch nicht braucht. Ne, Eier habe ich, glaube ich, erst letztens vertickelt. Danke. Grapes. Haben wir gar nicht, gut. Die Starsharps, ja. Es geht gerade aber erstmal zweimal Sand, bitte. Wir bräuchten nur einmal Sand, aber... So, dann haben wir nämlich das Glas zusammen. Wir haben das Glas. Wir haben nicht das Silber. Stimmt, jetzt erinnere ich mich, warum ich in die Höhle wollte. Ich erinnere mich. Uns fehlte das Silber. Gut, wir gehen jetzt erstmal die Blumen ansetzen. Wir gehen mal ganz kurz die Blumen ansetzen. Uiuiui, da ist aber jemand müde. Ich war gerade Möbel shoppen, da ist es nun mal, ne, müde. Wir hatten hier bei Möbel Ritter, war so ein Räumungsverkauf, alles muss raus, Geschäftsaufgabe, wir gehen pleite, hey, hey, hey. Dachte ich mir, hey, kann man sich ja mal ein Schnäppchen schlagen oder sowas, weißt du? Weil wir brauchen sowieso ein Kinderbett und einen Kinderkleiderschrank und wir... brauchten tatsächlich so ein paar Möbel, dachte ich mir, ja, kann man mal machen. Alter, finde ich, weiß nicht, was das für ein Räumungsverkauf ist, aber ich kann, weiß definitiv, warum der Laden pleite gegangen ist. Ey, wir haben da, alles war, trotz dass es runtergesetzt ist, auf Preisen, die kannst du dir gar nicht ausmalen. Da war ein Bücherregal, so ein Eckbücherregal, 1,5 Meter die eine und andere, 1,5 Meter die andere, also so ein L. Für ohne runtergesetzt hat es 9.000 Euro gekostet und ohne und der Normalpreis war bei 21.000 Euro. Wer zum Teufel gibt 21.000 Euro für ein fucking Bücherregal aus? Das ist ein Auto. Damit kann ich mir einen Neuwagen kaufen. Einen kleinen Neuwagen, aber einen Neuwagen. Und dann gehst du in die Küchenabteilung, dann kosten die Küchen 40.000, 50.000 Euro. Und du denkst, hä, was ist das? Alles war überteuer. Couchtische für 2.500 war so ein Glas-Couchtisch. So ein ganz normaler Couchtisch. Der sah ja nicht mal mehr speziell aus. Also wir hätten hunderte, tausend Euro für Einrichtungen ausgeben können da.
und hätten einfach nur eine Standardausrüstung. Ich war wirklich ein bisschen schockiert. Bin ich ganz ehrlich, ich war wirklich schockiert. Ich konnte das nicht handeln. Da hab ich geweint. Nee, das ging. Oh, Alter, dann fährst du da extra dahin, weißt du? Und jetzt weiß ich, wie gesagt, ich weiß auch warum. Geschäftsaufgabe. Weil die nichts verkauft haben. Weil Preisen von 21.000 Euro, 50.000 Euro. Hier kannst du in der Umgebung kannst du Häuser für 180.000 bauen. Neu. Weißt du, kriegst ein Grundstück plus ein Neubau. Und die verkaufen das dafür. Da war ich ein bisschen schockiert und dann sind wir wieder püppig rausgegangen. Die hatten nicht mal mehr eine Kinderabteilung gehabt. Da waren nicht mal mehr eine Kinderabteilung. Das waren alles nur Wohnzimmermöbel und Couches im Wert von 10.000 bis 15.000 Euro. Ich fühlte mich ein bisschen im falschen Dresscode, weil ich mit normalen Klamotten hingegangen bin. Wir gehen schlafen. Weil wir mit normalen Klamotten hingegangen sind. Ich hätte einen Anzug anziehen sollen. Und Monokel und so ein Monopoly-Zylinder und dann mit so ein Gehstock hätte ich da lang wuseln können. Alter, das war das. Ui, das habe ich auch noch nicht gesehen. So. Das war mein Ausflug in ein Möbelhaus. Halleluja. No, die brauchen wir garantiert nochmal. So, heute ist der Tag der Tage, wo wir mal gucken können, was das Ei sagt. Ach da, ich war am Ei suchen, aber sie haben es in die anderen Eier versteckt. Ich komme da nicht ran. Ich hasse euch. Meine Güte. Kackviecher. Ich hab direkt neben das Klo geschissen, das Ei, ne? Also ist schon ein bisschen frech. Ich komme gleich wieder rein. Ich will nur mal kurz gucken, was das Ei sagt. Wir müssen einmal mal gucken. So, hier habe ich noch einen Platz. Gut, in den anderen sind auch noch 8. So. Wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ich denke mal, wird noch nicht Zucht genug sein. Wir müssen bestimmt noch mal eine Zucht durchziehen. Du bist so hässlich. Oh Mann, jetzt seid mal nicht so. Oh, der ist echt hässlich. Der ist wirklich hässlich. Okay, Schild ist schon mal gut. Freeze, Waterpillar, Eiskristall. Du bist hässlich, Junge. Okay, aber Lola brennt. Okay, du bist... Nicht hübsch. Mann. Okay, aber organisiere Bahn. Lola. Kommt jetzt wie Kryo da rein. Wobei... Ja, soll ich Kryo mit Atlas kreuzen? Lola mit Atlas kreuzen? Oder mit Frosty nochmal? Ich glaube, ich mache dich nochmal mit Frosty. Also mache ich... Warte mal, welche Bahn ist jetzt welche? Also mache ich jetzt dich... So, ich glaube, ich mache nochmal mit Frosty zusammen. Lola und Frosty lasse ich jetzt nochmal. Ich glaube, wir haben keine Dinger mehr, ne? Und dann werden wir gucken, dass wir die beiden überglücklich bekommen. Und dann ist das unser Vieh. Weil ich will auch nicht mehr weiter züchten. Das ist anstrengend. Vor allem, wenn da so hässliche Tiere rauskommen. Danke. Kann man ja schon mal kaufen. Mein Gott, es hat nur ein Siebtel eines Bücherregals gekostet. Ich rechne auch jetzt nur noch in Bücherregalen. Weil 21.000 Euro für ein Bücherregal, ich rechne nur noch in Bücherregalen. Zur Preisberuhigung bin ich auch erstmal nach Porsche Autohaus gegangen, um mich ein bisschen zu beruhigen, dass ich, ne? Dass ich ein bisschen runterkomme. So. Ich hätte denn gerne, dass du... Ich möchte, dass du Liebe machst. Warte, komm mal, bleib doch mal stehen, Mensch, wie Liebe. Feed. Ich möchte, dass du und du Liebe machst. Genau, und Lola.
Vielleicht wärst du dann nochmal weiß. Vielleicht behältst du dann alles, wirst aber weiß. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So. Ein Lächli. Du bist leider temperaturtechnisch unglücklich. Aber es ist so. Was soll man machen? Ein Apfel, Spielzeug, Honig. Deswegen, ich fütter denen das jetzt um die, ne? Fisch, Spielzeug, Apfel, Spielzeug, Honig. Fisch, Spielzeug, Apfel, Spielzeug, Honig. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir noch Fisch haben, tatsächlich. Wir müssten mal wieder angeln. Wir haben nämlich, glaube ich, wirklich keinen Fisch mehr. Nee. Aber einen Abel müssen wir haben. Ja, einen Abel haben wir. Das Spielzeug haben wir auch. Apfel, Spielzeug, Honig. Habe ich keinen Honig mehr? Es sieht nicht danach aus. Es sieht nicht danach aus. Ich habe es jetzt nicht auf die Schnelle gesehen. Jinga. Das nervigste Minigame. Da fehlt ein Schwanz an dem irgendwie. Weiß ich nicht. Der sieht so hässlich aus. Aber gut, der hat jetzt auch nicht gerade einen Schwanz. Hier liegt ein Schmetterling draußen rum. Ich würde sagen, alle unsere Viecher haben einen Schwanz, nur der dann nicht, ne? Hm. Ärgerlich. Honig kann ich aber tatsächlich nochmal kaufen und sollten wir auch nochmal kaufen. Dann können wir auch gleich nochmal einen Bienenblob mitholen. So, aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Pflege betreiben. Klar. Dann kann ich die nämlich auch da mal hochziehen lassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich... Also... Ich weiß... Ja, wir können sie in Farbe machen, aber ich verkaufe sie jetzt erstmal kurz so. Lasst sie mich so kurz verkaufen. Lasst mich. Hattet ihr jetzt schon Essen? Ich glaube, Essen habe ich euch auch noch nicht gegeben. Nee. Ja? Bitte sehr. Wir gucken gleich nochmal zu unseren Trainingsblobs. Also unseren Kampfblobs, wie auch immer. Ja, euch muss ich ja auch Essen geben, wa? Will nicht wirklich, aber muss. So. Du bist irrelevant. Käse, Boncha, Spielzeug. Fisch. Reisbällchen, Pizza. Ey, Pizza, sie sind bekloppt. Honig, ja, das muss ich mal gucken. Okay, was wolltest du jetzt haben? Spielzeug und, komm her, Federball. Und Käse. Spielzeug, Federball. Käse? Habe ich lange, ich glaube, haben wir das letzte Mal Käse verkauft? Gucken wir mal. Wir können es ja machen, ist ja kein Problem. Brauchen wir unbedingt dieses Level-Up dafür. Bim-bim-bim. Entschuldigung, ich bin verwirrt.
gut. So, dann sind die erstmal soweit glücklich. Nee, gerade nicht. Was ist das denn? Ach so, das Zeugs. Dieses Temperatur setzen. Nee, die Dinger will ich da nicht drin haben. So, dann organisieren wir mal. Bahnorganisierung. Ja. Okay, Mu kommt rein. Chick kommt rein. Lucky kommt rein. Bumi lasse ich erstmal. Der wird dann gleich nochmal umorganisiert. Wen habe ich noch? Lucy ist jetzt auch derzeit noch ein Produzierer. Kommt rein. Hier produziert eigentlich keiner irgendetwas. So. Dann haben wir noch... Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Aber haben wir noch... Schwein und Schaf, glaube ich, ne? Schaf. Sieht eigentlich süß aus, das Schaf, ne? Produziert Jan. Sleeping Powder. Eigentlich süß, das Schaf. Dann nehmen wir nochmal das Schwein dazu. Das ist nicht süß. Das guckt dumm. Distract und Body Whirl. Produziert Fleisch. Hat viel Leben. Schön. Okay. Damit ist das. So, die brauchen garantiert auch zwei Toiletten. Garantiert brauchen die zwei Toiletten. Okay.